Die Spannung steigt bei der Lexus-Pressekonferenz auf der New York International Auto Show. Denn die japanische Premium-Marke präsentiert hier im Big Apple erstmals ihren neuen Crossover, die nächste Generation des Lexus RX. Der RX ist das wichtigste Modell in unserer Produktpalette. Er ist weltweit unser größter Verkaufsschlager. Wir haben mehr als 2,9 Millionen Fahrzeuge der ersten drei Generationen verkauft und für die meisten Märkte wird der RX auch der meistverkaufte Lexus bleiben. Er ist also sehr wichtig für uns. Der neue RX ähnelt seinem Vorgänger nur noch sehr rudimentär. Scharfe Linien an der Front und am Heck sorgen für einen markanten Auftritt des SUV-Crossovers. Der Kofferraum öffnet sich berührungslos mit einer Handbewegung über das Lexus-Logo. Der Innenraum ist hochwertig verarbeitet, der Fahrerarbeitsplatz übersichtlich gestaltet. In der Mittelkonsole befindet sich die Steuerung für das Multimedia-System. Die Sitze im gezeigten Modell sind bequem, mit ordentlich Seitenhalt. Es ist eine Evolution der neuen Lexus-Designsprache. In den letzten drei Jahren haben wir jedem Modell ein neues Gesicht verpasst, sind im Design mutiger und aggressiver geworden und die Kunden lieben es. Ich denke, der RX bringt es nochmal auf eine andere Ebene. Den RX wird es wie den Vorgänger als 350 mit einem 3,5 Liter V6 Benziner sowie als Hybrid RX 450h geben. Die Motoren sind deutlich überarbeitet worden und effizienter als die Vorgängertriebwerke. Die Markteinführung des neuen Lexus RX wird gegen Ende 2015 erwartet. Preise und Ausstattung stehen noch nicht fest.